B1.6. Unter den Drachenfirken ABNCDN gibt es die Raute AB4CD4. Zeichnen Sie die Raute AB4CD4 mit dem diagonalen Schnittpunkt M in das Koordinatensystem zu B1.1 ein. Ermitteln Sie sodann rechnerisch die Gleichung der Geraden MB4. So, gehen wir erstmal auf die Zeichnung. Was wissen wir? Zeichnen Sie die Raute AB4CD4 mit dem diagonalen Schnittpunkt M ins Koordinatensystem ein. So, den Schnittpunkt M und den diagonalen Schnittpunkt N, den kennen wir schon aus dem Teilergebnis. Fürs Zeichnen nehmen wir den jetzt einfach mal her. Und ja, liegt bei 5 und 4,5. Also hier liegt M. Jetzt müssen wir noch die Raute dazu einzeichnen. Dafür müssen wir uns die Eigenschaften der Raute ins Gedächtnis rufen. Kann man eine Formelsammlung nachschlagen. Da steht zum Beispiel drin, alle vier Seiten sind gleich lang. Hilft uns jetzt leider nicht irgendwie weiter, weil wir wissen ja nicht, wie lang ABN ist oder sowas. Also gibt es noch eine zweite Eigenschaft, die hier weiterhilft. Ja, wenn wir schon den Mittelpunkt brauchen, steht da auch in der Formelsammlung drin, die Diagonalen stehen senkrecht aufeinander und halbieren sich gegenseitig. So, den Mittelpunkt haben wir schon. Jetzt nehmen wir einfach unser Geodreieck, legen das senkrecht an und im Prinzip müssen wir jetzt nur zeichnen. Das heißt, vom Mittelpunkt M so weit nach unten, jetzt nehme ich vielleicht noch eine andere Farbe, in Grün, so weit nach unten zeichnen, bis wir auf die Parabel treffen. Ja, also finden wir hier unseren ersten Punkt B4. Jetzt müssen wir einfach nur am Lineal abmessen. Achtung, mein Lineal hat wieder eine andere Größe, das ist nicht zentimetergetreu, aber bei eurem Geodreieck seht ihr es ja bestimmt. Also abmessen, 1, 2, 3, 4, ca. 5,1 cm und das machen wir jetzt genau auch nach oben wieder. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 landen wir an dieser Stelle, also ist hier der Punkt D2 zu finden. Hier ist der B2. Müssen wir noch verbinden, also laden wir Lineal her. Jetzt kommt natürlich wieder die umständliche Sache, die im Heft mit dem Geodreieck wesentlich schneller geht. So, dann haben wir hier die Raute. Punkt A und C liegen ja ebenfalls auf der Raute, aber die brauchen wir nicht mehr neu einzeichnen, die sind ja schon da. So, jetzt kommt der zweite Punkt, warum hier das Teilergebnis in Klammern steht, nämlich ermitteln Sie rechnerisch die Gleichung der Geraden MB4. Dafür müssen wir jetzt tatsächlich den Mittelpunkt nochmal berechnen, weil der hier nur als Teilergebnis angegeben ist. Ist allerdings nicht schwer, weil die Mittelpunktsformel finden wir in der Formelsammlung. Irgendwo auch auf Seite 44 steht, ich glaube. Ja, da steht Mittelpunkt einer Strecke AB. Da heißt dann einfach, Mittelpunkt berechnet sich aus x-Koordinaten zusammenzählen geteilt durch 2 und y-Koordinaten zusammenzählen geteilt durch 2. Also, Mittelpunkt berechnet sich aus x-Koordinate von A, das war 0, plus die x-Koordinate von C, das war 10, geteilt durch 2. Und bei den y-Koordinaten genauso, von a war die 2 plus die von c war 7 geteilt durch 2. Und dann kriegen wir schon raus, 0 plus 10 sind 10, geteilt durch 2 sind 5. Und 2 plus 7 sind 9, geteilt durch 2 sind 4,5. Also genau das, was im Teilergebnis steht. So, jetzt natürlich die viel brennendere Frage, wie kriege ich jetzt hier die Geradengleichung raus? Also heißt hier, ermitteln Sie rechnerisch die Gleichung der Geraden MB4. So, Geradengleichung hat die Form. Y ist gleich m mal x plus t. M ist, ist die Steigung der Geraden und t ist der y-Achsenabschnitt. Also diese beiden Dinge müssen wir herausfinden. Momentan wissen wir noch gar nichts über die Gerade, aber wer sich vielleicht an die Aufgabe vorhin erinnert mit dem rechten Winkel bei B1, die Steigung der Gerade lässt sich ja eigentlich berechnen. Wie? Naja, wir kennen die steigende Gerade AC und hier haben wir einen rechten Winkel drin, weil die Diagonalen einer Raute stehen senkrecht aufeinander. Also kann ich die steigende Geraden, die durch B2, D2 durchgeht, das ist ja die gleiche wie, eine 2, das muss ja eigentlich eine 4 sein, so. Das ist ja die gleiche Gerade wie MB4. Also
Steigung der Geraden AC berechnen und dann mit der Formel Steigung 1 mal Steigung 2 muss minus 1 ergeben, kann ich die Steigung der Geraden berechnen, die durch B4 und D4 verläuft. So, das mache ich jetzt erstmal. Also, ja, falsche Farbe. M, die Steigung der Geraden AC, mal die Steigung der Geraden durch, was haben wir, MB4, muss minus 1 ergeben. So, ich mache einen großen Aufzählungspunkt. Die Steigung der Geraden AC, die kennen wir ja schon. Ja, die Gerade G haben wir ja ganz am Anfang eingezeichnet. Das war 0,5x plus 2. Also ist die Steigung auch gleich 0,5 mal die Steigung der Geraden MB4 ist gleich minus 1. So, jetzt müssen wir nur die Gleichung auflösen. Kann man entweder mit dem Solver machen oder durch eine einfache Umformung. Wir teilen hier durch den Faktor, der vor MB4 steht, also geteilt durch 0,5. Und dann folgt M, also die Steigung von MB4 ist gleich minus 1 geteilt durch 0,5. Und das ist minus 2. So, damit haben wir jetzt also schon unseren Steigungsfaktor. Jetzt brauchen wir noch diesen Y-Achsenabschnitt. Und da gibt es natürlich in der Formelsammlung auch wieder was ganz Tolles. Wie stellen wir Geraden Gleichungen auf? Mit der sogenannten Punktsteigungsform. Für die Punktsteigungsform, die finden wir auf Seite 12, ist sie zu finden. Heißt, y ist gleich m mal x minus, in dem Fall xb, plus yb. So, was ist da alles drin? Die Steigung haben wir jetzt gerade berechnet, kommt uns ja bekannt vor. So, xb und yb ist im Prinzip einfach nur ein Punkt, der auf dieser Geraden liegen muss. Und welcher Punkt liegt auf dieser Gerade? Natürlich unser Mittelpunkt m. Also müssen wir gar nicht mehr viel machen. Wir setzen für m die Steigung 2 ein, x minus, und jetzt kommt für xb und yb im Prinzip die x-Koordinate vom Punkt m. Also x minus 5 plus 4,5. So, jetzt gibt es noch wenige letzte Schritte, nämlich erster Schritt, Klammer auflösen. Minus 2 mal x sind minus 2x, minus 2 mal 5 sind 10, plus 4,5. Und jetzt noch zusammenfassen, minus 2x plus 14,5. Und damit sind wir jetzt am Ziel.